Herzlich willkommen bei Souveräne Quarantäne. Mein Name ist Markus Nussbaumer und ich bin hier bei Piazza Solona in Miltenberg im wunderschönen Kurfranken. Es ist ein ganz, ganz tolles Feinkostgeschäft mit Osteria. Und die Osteria ist à la Mama. Es ist alles vom Feinsten, alles selbst gekocht, frisch gekocht, ohne irgendwelche Convenience, sondern nur was eben der frische Markt hergibt. Und es liegt direkt am Main, wenn man darf. Momentan darf man natürlich nicht. Kann man die Sitzplätze und die Tische draußen am Main belegen und kriegt halt die Köstlichkeiten an den Tisch gebracht. Und was hier auch ganz mit großer Liebe gepflegt ist, ist das Weinsortiment. Und selbstverständlich hier am Main im schönen Sommer ist der Aperitivo was ganz Wichtiges. Und was könnte es besser sein, als ein paar Bollicine aus Italien zu genießen? Und wenn es richtig gute Bollicine, Brickel sein dürfen, dann muss es natürlich ein Franciacorta sein. Ich habe hier aus dem Regal einen ausgesucht, und zwar der Berlucchi 61. Das Cuvée ist gemacht worden zu einer Hommage an den Jahrgang 1961, wo bei Berlucchi die erste Flasche Franciacorta bereitet wurde. Dort werden sie, ähnlich wie es auch in Frankreich in der Champagne geschieht, in der Flasche vergoren. Es herrscht ein hervorragendes Mikroklima und die perfekten geologischen Bedingungen, um hervorragende Chardonnay-Trauben, Spätburgunder, Pinot Nero in Italien anzubauen, und daraus wird eben der Franciacorta DOCG. Es ist die höchste Kategorie der italienischen Prädikatsweine gekeltert. Der 1961 war die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, das Wirtschaftswunder, der Wiederaufbau, und so wurden dort wieder Feste gefeiert und man ist wieder zurückgekommen aus den armen und kargen Kriegsjahren. Man könnte das sicherlich vergleichen mit der Quarantäne, die jetzt herrscht, und wir hoffen, dass dann auch, wenn die Lockerungen in Kraft treten, wenn die Gastronomie, wenn dieses wunderbare Bistro, diese wunderbare Osteria wieder geöffnet wird, auch dort die Leute kommen und sich von dieser schrecklichen Zeit erholen mit einem wunderbaren, exquisiten Aperitivo. Und vielleicht ist es dann ein Berlucchi 61 Franciacorta Brut. Es gibt ihn auch als Rosé, das ist auch noch eine wunderbare Variante. Und dort können die Spezialitäten auch dazu gegessen werden, die hier zubereitet werden. Weil ein guter Franciacorta ist ein trefflicher Essensbegleiter. Fischgerichte werden gut dazu passen, oder auch ein Risotto mit frischen Kräutern oder mit grünem Spargel ist hervorragend. Oder die Spezialität hier bei Piazza Solona in Miltenberg ist eine Piadina, die wunderbar gefüllt ist mit Rucola und Tomaten und Parmaschinken. Und hier die Chefin, Frau Wörner, wenn jemand sich gerne vegetarisch ernährt oder vegan, nimmt sie selbstverständlich auch da Rücksicht und nimmt eben dann keine tierischen Produkte, um diese berühmte Piadina von Piazza Solona zuzubereiten. Kommen Sie hierher, hier ist geöffnet, leider nicht die schöne Osteria, aber die guten Spezialitäten, den guten Käse, den guten Wurst, die hervorragende Weine, Spiritosen und Bollicine können hier auch gekauft werden und die Speisen auch zum Mitnehmen verpackt zum Mitnehmen und können dann zu Hause genießen. Viel Spaß. Übrigens, im Hintergrund ist die Kinderkassette, weil hier wird auch die Mitarbeiterin die Kinderbetreuung noch erlaubt. Und es kann hier fröhlich
dann mitgearbeitet werden. Wobei Fröhlich natürlich ganz viel auf die Eigeninitiative der Chefin und ihrer Mitarbeiter gesetzt ist. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und support your locals. Bis zum nächsten Mal.